hier machen. Kannst du das wirklich? Ich komme nicht zurück. Ich lebe endlich mein Leben. Manchmal führt ein Fehler im Leben zum nächsten. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, wann man den ersten gemacht hat, mit dem alles angefangen hat. Stefan Kurt, in Bella Germania spielen Sie den Italiener Vincenzo Marconi. Was ist das für ein Mensch, was für eine Geschichte erlebt er in diesen drei Teilen? Oh, der erlebt sehr viel in diesem Roman, in diesem Dreiteiler. Es ist ein Mensch, der eine italienische Mutter hat und einen deutschen Vater, was er allerdings sehr lange nicht weiß. Es ist ein Mensch, der seine Mitte suchte, der herausfinden will, woher er kommt, der seine Heimat sucht, der eine Familie sucht. Wie würden Sie sagen, haben die italienischen Einwanderer Deutschland geprägt? Ach, sehr vehement geprägt, würde ich sagen. Sie haben uns Leichtigkeit gebracht. Ich glaube, dieser Ausspruch La Dolce Vita, der passt schon sehr gut dazu. Also diese Art, das Leben nicht allzu ernst zu nehmen, diese Emotionalität, die sie haben, das hat uns Deutschen, sage ich schon, ich bin ja auch Schweizer, bin ja auch eingewandert, wenn Sie so wollen, nach Deutschland, das hat uns Deutschen gut getan. Ja. Willkommen in München. Sie macht ja dasselbe wie Sie. Mode. Dennis Moschito, Sie spielen in Bella Germania den Giovanni. Können Sie mir ein bisschen was über die Rolle erzählen? Was ist das für ein Mensch? Was für eine Geschichte erlebt Giovanni? Ja, Giovanni ist am Anfang der Geschichte ein junger Italiener, der in den Mitte, Ende der 50er Jahre nach Deutschland kommt und dort versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Und Giovanni ist ein bisschen, ja, es ist ein Schwindler, ein Schlitzohr, aber durchaus ein lieber Kerl. Er erzählt gerne Geschichten, erzählt seiner Familie, dass er große Karriere in Deutschland macht, aber eigentlich arbeitet er nur am Großmarkt. Okay, was war für Sie als Schauspieler das Besondere an dieser Rolle? Das Besondere an dieser Rolle war für mich sehr eindeutig, dass es mich an die Geschichte meiner eigenen Eltern erinnert hat. Natürlich war die anders, aber auch mein Vater ist als junger Mann auch Mitte der 50er Jahre nach Deutschland gekommen und hat an vielen Stellen eine ganz ähnliche Geschichte durchgemacht wie Giovanni. Und das hat mich sehr gereizt, diese Rolle anzunehmen. War das zu Hause in Ihrer Familie oft Thema, die Geschichte Ihres Vaters? Haben Sie viel mit ihm darüber gesprochen? Was hat er so erlebt in den ersten Jahren? Anfangs, als ich groß geworden bin, haben wir nie groß darüber gesprochen. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Später dann, als Erwachsener, hat mich das einfach interessiert. Und mein Vater hat viele Geschichten erzählt, auch tatsächlich von der ersten Nacht. Er erinnerte sich daran, wie es war, nach Deutschland zu kommen im Winter aus dem warmen Sizilien und wie er das erstmal die deutsche Sprache gehört hat und dachte, es klingt für ihn, als würden Menschen Holz hacken. Solche Sachen. Aber mein Vater hat auch erzählt, dass er zum Beispiel nie Probleme mit Rassismus hatte, sondern dass er von den Deutschen sehr positiv empfangen wurde und sehr positiv aufgenommen wurde. Und meine Eltern hatten auch sehr viele deutsche Freunde, also da hat mein Vater sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie sehr haben die italienischen Einwanderer Deutschland geprägt, wenn man das heute so betrachtet? Ja, ich merke es zum Beispiel an meinem Nachnamen. Als mein Vater nach Deutschland kam und der gesagt hat, er heißt Domenico Moschito, haben alle Menschen auf den Ämtern angefangen, haben den Nachnamen mit Q geschrieben oder mit K. Und irgendjemand meinte dann zu meinem Vater, das heißt nicht Moschito, das heißt Moschito. Und dann hat mein Vater einfach Moschito gesagt. Heute komme ich kaum mehr damit durch, wenn ich Moschito sage, weil jeder weiß, dass es ja mit der Jischen wie SK ausgesprochen wurde oder SQ. Also schon mal allein das italienische Sprachverständnis ist in Deutschland angekommen. Aber hauptsächlich haben die Italiener natürlich das hervorragende Essen aus Italien nach Deutschland gebracht. Und
Ja, und was wäre Deutschland ohne die italienische Küche?